Mein Name ist Rita Dornmeier, ich bin 29 Jahre alt und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für erneuerbare und nachhaltige Energiesysteme. Im Rahmen meiner Doktorarbeit forsche ich im Bereich der erneuerbaren Energien. Mich interessiert zum Beispiel, was die Anpassung der Stromnachfrage für die erneuerbaren Energien und die CO2-Emissionen bedeutet. Ich suche nach Möglichkeiten, erneuerbare Energien besser zu integrieren und CO2-Emissionen zu reduzieren. Es ist ein viel diskutiertes Thema und sehr spannend und wird vermutlich unsere Art und Weise zu leben in Zukunft verändern. Ich habe selbst an der Technischen Universität München Elektrotechnik und Informationstechnik studiert und mir hat in der Schule Mathe und Physik schon sehr viel Spaß gemacht und ich wollte dann was studieren, was die beiden Fächer vereint. Außerdem gefiel mir, dass das Elektrotechnikstudium sehr viel Anwendungsbezogenes hat und es hatte keine Zulassungsbeschränkungen, sodass ich mir das Studium erstmal anschauen konnte. An meiner Arbeit gefällt mir besonders, dass ich viel Zeit zum Nachdenken und für Ideen habe. In meiner Forschung habe ich also verhältnismäßig wenig Zeitdruck. Außerdem kann ich etwas erforschen, ohne dass am Ende ein Ergebnis stehen muss. Kein Ergebnis ist an der Uni auch ein Ergebnis. Diese Freiheit, Ideen einfach nachgehen zu können, genieße ich sehr. Wie alle anderen Doktoranden betreue ich auch Vorlesungen und Abschlussarbeiten. Daneben ist es schön, ab und zu über den Tellerrand hinauszublicken. Ich engagiere mich zum Beispiel in der Hochschulpolitik. Ich war früher in der Fachschaft und bin jetzt im Fakultätsrat. Da kann ich zum Beispiel mitbestimmen, wie sich die Fakultät in Zukunft entwickelt.